Nun vertreiben die Nazis im Namen der deutschen Physik und der deutschen Mathematik alle Spitzenkräfte nach Princeton in das Institute of Advanced Studies. Und so entsteht diese Klivage zwischen die Ingenieure bleiben in Deutschland, die sind wohl gelitten, und die mathematischen Genies wandern alle nach Amerika aus. Und das ist genau, wie Sie es beschreiben. Auf der einen Seite des Ozeans entsteht die Spitzenleistung V2 als Ingenieurskunst, und auf der anderen Seite wird aus dem tiefsten Herzen von Mathematik und Physik selber, also viel abgründiger und geheimnisvoller, die Atombombe gezeugt. Aber das, und jetzt kommt die Geschichte mit den nichtlinearen Differentialgleichungen bei Johnny von Neumann, diesem großen Frauenheld, da wurde es ihm selbst unheimlich. Er hat also linear, hat Approximationen der Sprengkraft entwickelt für die noch nicht gezündete Atombombe, das war das Ereignis, man eine Waffe entwickelt, die man nicht mehr testen kann. Was heißt das? Das ist die erste Waffe in der Weltgeschichte, wo man Risiko eingeht, wenn man sie überhaupt einsetzt. Die rechneten damit, das ist bezeugt, dass der ganze Bundesstaat New Mexico draufgehen würde, wenn die Gleichungen ein bisschen falsch, also angenähert sind. Aber sie waren John von Neumann war eben das Genie, die Gleichungen waren ungefähr korrekt. Die Atomexplosion ist erst erdacht worden, geprüft worden. Mathematisch. Braucht es eben Computer. Der erste Computer lief für John von Neumanns Gleichungsapproximation. Und dann erst hat man die erste Versuchsexplosion gewagt. Ja. Und war aber so dumm, da GIs hinzustellen, weil man die meisten Wirkungen, die indirekten Wirkungen, noch gar nicht kannte. Das ist ja die Dummheit von Johnny X selber gewesen, das wollen die Mathematiker nicht glauben. Er ist selber zu nah rangekommen bei den Wasserstoffexplosionen auf Bikini, auf 6 Kilometer ungefähr. Und er ist unter brüllenden Schmerzen im Militärhospital der Geheimnisträger der USA an Knochenkrebs gestorben. Er hat sich selber getötet mit dieser Bombe. Und John von Neumann, kein anderer natürlich, hat sofort gesehen, dass die Rakete aus Peenemünde und die Atombombe aus Los Alamos oder eben aus Hiroshima, die passen zusammen wie Mutter und Schraube oder wie Schloss und Schlüssel. Und die Interkontinentalrakete war geboren, also nicht diese armselige Nutzlast, wie die Deutschen das sagten, eine Tonne Amatol, sondern ein weltzerstörendes Ding namens Wasserstoffbombe in einer Rakete, die prinzipiell um den Erdball ganz herumfliegen kann. Die großen Maschinen, die die Russen und die Amerikaner dann gebaut haben. Und das war der Friede, den wir 50 Jahre lang hatten. Jetzt nannten Sie Turing. Wer ist Turing? Ein Verrückter, ein Englischer, im britischen Indien gezeugter, aber dann in London ausgesetzt, geborener, sehr bald homosexuell werdender Sohn dieser indischen Kolonialbeamten, der als blutjunger Mann maßlose Probleme hat, dass er nicht wie seine normalen, auch dank natürlich dieser englischen Eliteschulen, die ja Homosexualität nachgerade produziert haben, dass er aber trotzdem nicht wie alle anderen funktioniert. Und er hat auch eine grauenhafte Handschrift und überlegt sich deshalb schon als... Und diese grauenhafte Handschrift führt in seiner Eliteschule dazu, dass der junge Alan Turing die besten mathematischen Aufsätze schreibt und alle mathematischen Entdeckungen, die Leibniz und andere gemacht haben, im zarten Alter von 7 Jahren privat und aus seinem eigenen Wissen heraus wiederholt. Und trotzdem kriegt er 3 und die anderen kriegen 1 in Mathematik, weil es seine Handschrift so grauenhaft ist. Also plant er eine Schreibmaschine zu konstruieren, um endlich gute Noten zu kriegen. Und dann liest er eben, dass in Göttingen ein großes Problem brennt, ob nämlich die Mathematik automatisierbar ist. Ob die Frage, die Hilbert aufwirft, heißt einfach ganz schlicht: Brauchen wir Menschen, um alle mathematischen Sätze auf ihre Haltbarkeit, Übereinstimmung, Widerspruchsfreiheit zu überprüfen, oder können wir das einer Maschine anvertrauen? Und brauchen wir sie? Und Hilbert sagt, wir schaffen es ohne Menschen. Wir werden wissen, steht auf seinem Grabstein. Aber um das zu wissen, dass die Mathematik wahr ist, brauchen wir mathematische Beweismaschinen. Wir können keine Menschenjahrarbeitszeit der Welt kann empirisch beweisen, dass die Mathematik richtig ist oder zusammenbricht. Grundlagenkrise, dass das alles wegsackt, wie ein Wolkenkratzer, wie das World Trade Center. Und dann überlegt sich Turing, kann man diese Schreibmaschine bauen, die Mathematik widerlegt, also zusammenhält, in die man alle mathematischen Sätze als Eingabe, als Input hineingibt, und am Ende meldet die Maschine, kein mathematischer Satz widerspricht keinem anderen. Also ganz wild fremde Gebiete der Mathematik werden da hineingeworfen. Geometrie und Algebra und Analysis. Das Schlimmste ist natürlich die Analysis, von der wir nie wissen, ob sie wahr ist oder ob Leibniz einfach geträumt hat, dass das unendlich Kleine existiert. Und legt sich dann auf diese berühmten Grantchester Meadows bei Cambridge mit 26, und da kommt ihm angeblich die Erleuchtung, diese Maschine lässt sie nicht bauen.
Und daraus folgt aber für Turing das genau Umgekehrte. Nicht, dass wir jetzt diese Maschinen nicht bauen, weil die allgemeine Maschine nicht geht, sondern wir bauen jetzt einfach praktische Computer, die können zwar nicht beweisen, dass alle Mathematik wahr ist, aber alle empirischen mathematischen Probleme lösen. Und dann kommt, das ist 3 Jahre nach seiner Entdeckung, die einfach eine Dissertation ist von 20, 30 Seiten. Nicht länger? Nicht länger. Ich habe sie ja auf Deutsch nachdrucken lassen, übersetzen lassen. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg, 1939, und der blutjunge Turing, 29 Jahre ungefähr alt, mit John von Neumann persönlich schon gut bekannt, wird einfach von der Government Cipher and Coding School eingezogen. Und die Wehrmacht hat auf der anderen Seite das Beste, eine Maschine. Und zwar zum ersten Mal werden alle verschlüsselten Befehle nicht mehr von Menschen verschlüsselt, sondern von einer Maschine. Von der Maschine, die Rätsel heißt, Enigma auf Griechisch. Und die Wehrmacht glaubt, obwohl einige Statistiker sie warnen, bis zum 8. Mai 1945, bis zum letzten Tag des Krieges in Europa, in Japan geht es noch ein bisschen weiter, dass die Enigma, weil maschinell verschlüsselnd, unmöglich zu knacken sei. Weil die Wehrmacht denkt halt, auf der anderen Seite wird die Maschine von Menschen analysiert. Und Menschen können das in der Tat nicht knacken. Die können nur das Prinzip der Enigma knacken. Und das gelingt sowohl für die japanische Pearl, dem Friedman in Amerika, und in England gelingt es eben Alan Turing höchstpersönlich, dem Mann, dem wir den Computer verdanken, und zugleich den Sieg im Zweiten Weltkrieg. Man weiß inzwischen, also ich meine, am Anfang war es schwierig. Die Engländer haben bereits im Blitzfeldzug Deutschland-Frankreich mitgelesen, deutsche Befehle. Aber es hat 3 Wochen gebraucht, bis die Befehle entziffert waren. Das bringt dann gar nichts. Militärhistorie. Ja, ist eine schon reine Militärhistorie. Aber man weiß jetzt, man glaubt zu wissen, dass General Freiburg aus Kreta, der Kreta verteidigte. Genau, ja. Der hat auf dem Totenbett gesagt, dass die Warnung vor den deutschen Fallschirmjägern über die Enigma-Entzifferung reingekommen ist. Das wäre dann schon sehr früh der erste taktische Erfolg. Turing hat ja eine Maschinerie entwickelt, an der die Intelligenz erkennen, identifizieren kann. Ja? Eine menschenähnliche Intelligenz, wie immer sie aussieht, ja? Identifizieren könnte. Ja? Was würde er sagen, fehlt diesen libidinösen Computern? Er selber hat gesagt, Unvorhersehbarkeit, aber das ist schwer formalisierbar. Also man kann schwer hingehen und mit diesem schönen Begriff der Unvorhersehbarkeit, der schon den Göttern der Griechen eignete, man wusste nie, was sie taten, im Unterschied zu diesem sehr treuen Gott, den andere Völker sich zurechtgemacht haben. Welche Götter in der Antike sind völlig unberechenbar? Der Pan ist der klassische Fall. Fall. Aber auch Zeus. Ja. Kommt einfach wie der Blitz. Und der Blitz, Zeus ist der Blitz. Apoll ist rachsüchtig und launisch. Und alle haben sie dieses wahnsinnig Schöne, dass bei ihnen Essenz und Existenz oder Dassein und Wassein völlig getrennt ist. Das Erscheinen am helllichten Mittag ist plötzlich Pan, also ein panisches Lachen in der Luft und keiner hat damit gerechnet. Und dann, oder Zeus blitzt vom Olympos herab. Und es ist sofort, kaum geschehen, schon wieder vorbei, denn niemand kann dem Blitz eigentlich mit den Augen folgen. Und das Denken, das ist das reine Ereignis. Und das rollt dann durch die vielen Täler des Olympos als Echo. Und deshalb denke ich, und als Donner, deshalb denke ich immer, dass unser Begriff von Ereignis, der ist von Zeus, von diesem Erscheinen her oder von Pan. Und unser Begriff von dem, was etwas ist, von Wesen, ist von diesem Donner. Im Nachhall, im Echo, im Widerhall, da erkennen wir dann, was sich wiederholt, wann eine Struktur sich bildet und sei sie noch so verrauscht. Und wir Menschen, wir Sterblichen, wie die Griechen sagen würden, wir denken dann unsere von dem, was wir erkennen, zurück auf das, was wir nicht erkennen. Das nackte Erscheinen werden wir nie begreifen. Also wenn jetzt ein Blitzlicht vor mir aufglüht oder eine Jupiterlampe plötzlich angeht, dann bin ich einfach geblendet. Und wenn man den Göttern dieses ihr Blenden abspricht und sie so auf Dauer und Schrift stellt, dann versteht man sie nicht.
Und Sie sagen als Heide, ja, Herr Kittler, ja, die sind heute genauso tätig. Ja. Ja. Und